Willkommen zu diesem Tutorial zum Thema Suchergebnisse interpretieren. Die Suchergebnisse in Primo werden aus verschiedenen Quellen oder Datenpools gespeist. Grundsätzlich ist der Vorteil dabei, dass es sich hier im Gegensatz zum freien Internet um geprüfte Quellen handelt. Im Beispiel wollen Sie mal schauen, was es im Bibliotheksportal Primo so über die Kunstsprache Esperanto gibt. Beginnen Sie Ihre Suche mit dem Begriff Esperanto. Mehr als 14.000 Treffer haben Sie erzeugt. Jetzt wollen Sie sich ansehen, wie sich die Treffermenge zusammensetzt. Die seitlichen Facetten oder auch Filter geben Ihnen Auskunft über die Zusammensetzung der Ergebnismenge. 75 Printmedien stehen mehr als 14.000 Online-Ressourcen gegenüber. Über 5.000 davon stammen aus sogenannten Peer-Reviewed Journals, also Zeitschriften, deren Aufsätze von Fachkollegen begutachtet und für wissenschaftlich wertvoll erachtet worden sind. Die Facette Veröffentlichungsform zeigt Ihnen, wie viele Bücher, Aufsätze und so weiter in der Ergebnismenge enthalten sind. Und zwar sortiert nach der Menge der Treffer. Jeweils vor und hinter den Begriffen innerhalb einer Facette hat man die Möglichkeit, einzelne auszuwählen oder auszuschließen. Beispielsweise gibt es viele Zeitungsartikel und Rezensionen in Primo, die Sie so ausschließen können. Das Anwenden der Filter darf man nicht vergessen. Oberhalb der Facetten werden die ausgewählten Filter angezeigt. Die Auswahl kann an dieser Stelle auch wieder rückgängig gemacht werden. Aufschlussreich ist oftmals auch die Herkunft der Daten. Primo enthält Inhalte renommierter Datenbanken, wie das Web of Science oder Springer Link, aber auch Open Access Archive, wie beispielsweise das hochschuleigene Repositum Refubium. Nicht zuletzt kann auch die Zeitschrift, in der ein Artikel erscheint, aussagekräftig sein. In diesem Beispiel könnten offensichtlich sprachwissenschaftliche Titel besonders interessant sein. Für eine neue Suche nutzen wir die erweiterte Suche mit mehr Eingabemöglichkeiten. Sie könnten hier zum Beispiel einstellen, dass Sie nur Bücher oder Aufsätze angezeigt bekommen möchten. Oder die Suche zeitlich eingrenzen. Wenn sich ein Titel interessant anhört, lohnt es sich, in die Detailsanzeige zu gehen. Denn hier können Sie weitere Informationen zum Titel finden. Sie sehen die Seitenzahl und können daraus schließen, ob es sich um ein umfangreiches Buch oder eine kleine Broschüre handelt. Und ob darin etwa Illustrationen oder Beilagen enthalten sind. Sie sehen hier auch Schlagwörter, die den Inhalt eines Werkes mit wenigen Begriffen beschreiben und eine Suche nach ähnlichen Titeln ermöglichen. Häufig hat man sogar Zugriff auf ein Inhaltsverzeichnis. Die ISBN ist wichtig, falls Sie ein Buch kaufen möchten oder wenn Sie mit Literaturverwaltungsprogrammen arbeiten, die das einfache Übernehmen von bibliografischen Daten mithilfe von Identifiern ermöglichen. Auch bei Zeitschriftenaufsätzen lohnt sich ein Blick in die Details. Um beispielsweise Abstracts zu finden, die den Inhalt skizzieren. In Primo gibt es übrigens einen eigenen Empfehlungsdienst, der auf dem Suchverhalten der Primo-Nutzer weltweit beruht. So viel zum Interpretieren von Suchergebnissen. Vielen Dank für Ihr Interesse!